Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. Heute möchte ich euch endlich den Rettungshelikopter vorstellen. Ihr wartet ja schon lange drauf, habt auch schon in den Kommentaren reingeschrieben, wann kommt er endlich? Und jetzt ist es soweit. Hier ist das Prachtstück. Ich zeige ihn mal. Es ist wirklich riesig und das Tolle, da ist so eine Rettungsliege dabei. Die Tür lässt sich aufklappen vom Helikopter. Da kann man die Liege dann reintun. Ich zeige euch jetzt mal die Rückseite. Insgesamt sind drei Figuren dabei. Ein Kind, zwei Erwachsene. Wahrscheinlich ist das hier der Arzt. Das ist der Pilot. Dann diese Liege, ein kleiner Koffer, Verbandsmaterial und natürlich dieser mega coole Helikopter. Sieht wirklich super aus. Insgesamt sind 29 Teile dabei. Und genauso viel hat er auch gekostet, 29 Euro. Und jetzt geht's los, ich packe ihn aus. Und da kommt er. Naja, ihr seht ja selber, viel muss man nicht zusammenbauen. Der größte Teil ist schon zusammen, die Sitze, die Türe. Hier haben wir die Frontscheibe, hier die Liege und Kleinteile, hier das Gestell, hier haben wir die Figuren, hier die Anleitung und Aufkleber. So. Und hier die Rotorblätter. Die sind wirklich riesig. Das sind zwei Stück. So, jetzt bereite ich die Teile vor und dann zeige ich euch, wie man den Helikopter zusammenbaut. So, jetzt habe ich die Teile vorbereitet. Hier vorne kommt das Steuerpult hin, die Bedienelemente. Ich stelle mal ein bisschen scharf, dass ihr es besser seht. Und da kommen dann auch die Steuerknüppel hin. Die werden einfach nur hier eingesteckt. Brauchen wir ein bisschen Kraft. So, einmal. Und dann noch auf der anderen Seite. So, dann wird die Scheibe hier eingehängt. Unten kommt das Gestell hin. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Kufen. Die werden einfach hier unten eingesteckt. Und auf der hinteren Seite kommt eine Klappe hin. Und durch die Öffnung wird dann später auch die Liege in den Helikopter reingestellt. So. Hinten kommen dann noch Tragflächen dran. Sieht wirklich mega hammer cool aus. Dann kommt hier noch hinten ein kleines Rotorblatt dran. Das ist auch beweglich. Und jetzt kommen die großen Rotorblätter.
So, ich zeige es euch mal. Die werden einfach über Kreuz gelegt. So. Und dann hier oben aufgelegt. Dann gibt es hier noch so einen Ring. Der kommt dann hier drauf. Und dann hier der Verschluss. So, und das war's schon. Wirklich toll. Und man hat den Helikopter in 10 Minuten zusammengebaut. Wie gesagt, sind ja nur ein paar Teile. Jetzt kommt noch die Liege. Da wird so ein Gummi hier eingespannt oder so ein Griff, damit der Sanitäter den heben kann. Das wird hier so eingeklemmt. Er kann den dann hier heben. So, jetzt zeige ich euch noch die einzelnen Figuren. Hier den Arzt. Hat eine orangenfarbene Weste an, weiße Hose, blaue Schuhe. Hier der Pilot. Der bekommt jetzt noch seinen Helm. Hat orangefarbenen Overall an. Ich habe hier noch vergessen, sein Mikrofon. Das wird an der Seite eingesteckt. So. So sieht er von hinten aus. Und hier noch das Kind. Das ist ein Mädchen. Mit Kopfverband, einem Fußverband und einem Armverband. So. Und die können wir jetzt gleich hier auf die Liege legen, auf die Trage. So. Jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert mit dem Helikopter. Die Klappe ist ja hinten schon auf. Und die wird dann hier auf der linken Seite eingeschoben. So. Ich zeige es euch mal von der Seite. Hier kann man die Tür aufmachen. So sieht es dann aus. Und neben der Trage ist noch ein weiterer Sitz. Da kann dann der Arzt hinsetzen und den Patienten betreuen. So. Und vorne sind zwei Plätze. Klappen wir mal auf. Auf einen nimmt jetzt der Pilot Platz. So, den Steuerknüppel in die Hand. Und wieder zumachen. So, es kann schon losgehen zum ersten Einsatz. Zeige ich euch nochmal den Helikopter aus der Nähe. Sieht wirklich toll aus. Von den Farben passt er ja zu den anderen Fahrzeugen oder zu dem anderen Rettungswagen von der neuen Kinderklinik. Ist wirklich groß. So von hinten. Und jetzt kann es losgehen. Und ich habe euch versprochen, in einem der nächsten Videos stelle ich euch die neue Helikopter-Landeplatz, den Landeplatz vor.
Den habe ich schon bestellt. Da mache ich jetzt bald ein Video, das zeige ich euch dann. Das ist dann auch eine Erweiterung von der Kinderklinik. Und da kann dann der Helikopter landen und die Patienten dann direkt in die Klinik abliefern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir Anregungen, was ihr mal sehen wollt, was ich machen soll. Oder wenn ihr auch Ideen habt für Filme, schreibt die in die Kommentare rein. Empfiehlt mich weiter, abonniert mich. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Euer Serratus 1.